Hey, super. Ja, hallo, ich bin Frank Illenberger. Hört ihr mich alle? Ja, geht's, glaube ich, ganz gut. Ich will heute ein bisschen über Threads reden. Gab ja bisher eigentlich bei fast jeder McCoon einen Vortrag über Nebenläufigkeit und Dinge, die damit verbunden sind. Über das ganze Thema kann man eigentlich eine ganze Vorlesungsreihe halten. Ich habe nicht vor, das irgendwie erschöpfend abzuhandeln. Ich würde aber gerne so ein paar Ecken beleuchten, die ich für wichtig halte, weil sie bei uns in der Praxis immer wieder auftauchen und eigentlich oft Themen sind, in Code-Reviews immer wieder Themen sind. Und ein Kollege hatte mich auf die Idee gebracht, sagt, hey, komm, red doch mal darüber. Wir stolpern da jeden Tag drüber, dann gibt es bestimmt noch andere Leute, die das tun. Ich bin gespannt, ob das bei euch auch wirklich so ist. Ich will es nicht zu tief einführen, ich will nur mal so, damit wir alle die gleichen Begriffe haben, eine kleine Einführung bringen. Aber das Hauptthema wird für mich sein, euch für die Probleme zu sensibilisieren. Denn bei Nebenläufigkeit ist eins der größten Mankos, dass viele Leute sich der Probleme einfach nicht bewusst sind und einfach drauf los programmieren. Und um ein bisschen Code auch noch zu zeigen, möchte ich so ein paar Beispiele aufzeigen. Threads. Threads sind eigentlich, was Nebenläufigkeit angeht, das Hauptkonstrukt, mit dem man als Entwickler in Kontakt kommt. Kommt vielleicht eine Stufe vorher, kommt man noch mit Prozessen in Kontakt. Prozesse sind auch ein Nebenläufigkeitskonstrukt. Aber Prozesse sind, da sie auch auf rechte Ebene Dinge stark voneinander trennen, oft nicht der Mechanismus, den man, wenn man Anwendungen implementiert, verwendet, um Nebenläufigkeit abzubilden. Es gibt ein paar Ausnahmen, sowas wie ein Compiler, der verschiedene Dateien parallel kompiliert. Das ist traditionell ja gern mit Prozessen gemacht. Ich möchte mich aber gerne auf die Threads konzentrieren, die wir eigentlich alle kennen. Wozu sind Threads da? Sie sind dazu da, um mehrere Dinge parallel zu erledigen. Ein Prozess startet eigentlich immer mit mindestens einem Thread. Das kennt ihr alle, das ist der Main-Thread. Und man kann, wenn man möchte, weitere Threads im Starten auch wieder beenden und das je nach Bedarf tun. Das Problem mit dem Threads ist aber, oder eine starke Eigenschaft davon, ist, dass jeder Thread das sieht in dem gleichen Prozess, was auch ein anderer Thread sieht. Also es gibt keinerlei rechte Separation dazwischen. Sie teilen sich den gleichen Speicherraum, gleichen virtuellen Adressspeicher. Nur der Ablauf eines jeden Threads wird einzeln geregelt. Das heißt, man hat einen eigenen Satz Register, ein Thread kann angehalten werden und dann kann er an der gleichen Stelle, an der er angehalten wurde, wieder weitermachen. Gesteuert wird das Ganze von dem gleichen Scheduler im Kern, der auch die Prozesse regelt. Das gab es auch schon zu Zeiten, wo wir nur einen Kern hatten. Das heißt, da wurde so getan, als ob Dinge parallel ablaufen, indem das so ein bisschen gezeitmultiplext wurde. Thread wird angehalten. Zustand eingefroren, anderer kommt dran und je nach Priorität und Laune des Kernels läuft das Ganze dann ab. Mittlerweile haben wir echte Parallelität, das heißt, wenn ich mehrere Kerne habe, und es gibt ja auch mittlerweile noch virtuelle Kerne auf den CPUs, passieren wirklich Dinge parallel und gleichzeitig. Eine Besonderheit ist aber, so richtig Kontrolle hat man als Entwickler darüber nicht. Also wir haben keinerlei Garantien vom System, wir haben kein Echtzeitsystem. Das Betriebssystem macht das anhand von Heuristiken, die ihm zur Verfügung stehen, Prioritäten, die vielleicht da sind, aber richtige Kontrolle hat man darüber nicht. Wozu tut man sich das an? Warum braucht man Nebenläufigkeit? Eine Sache ist, Moore's Law kommt so langsam an Grenzen, wo sich die Geschwindigkeitssteigerung ein bisschen abflacht und dass Geschwindigkeitszuwächse eigentlich nur noch mit mehr Prozessorkernen erreicht werden. Und wenn man die ausnutzen will, kommt man einfach nicht drum rum, Dinge zu parallelisieren. Großes Problem. In den APIs, mit denen wir zu tun haben, zum Beispiel auf COCO, UIKit, AppKit, die sind, was Darstellung angeht, viel stark um den Main-Thread gruppiert. Und der Main-Thread ist, damit UI richtig gut läuft, freizuhalten. Und das heißt, wenn wir das garantieren wollen, müssen wir da auch irgendwie raus. Es gibt zwar noch andere Mechanismen wie Run-Loops, um Dinge da asynchron zu machen, aber Threads sind da auch ein beliebter Mechanismus. Asynchronität tritt auch im Netzwerk auf. Also jeder, der schon mal ein Netzwerkprotokoll, FTP, irgendwie so, ich schicke dir ein Päckchen, krieg eins zurück und du musst wieder antworten und gibt Internetwetter, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Das sind asynchrone Abläufe. Und die lassen sich mit Threads sehr, sehr schön abbilden.
Und das Letzte, was mir einfiel, sind generelle Hintergrundaufgaben, Sachen, die lange dauern, die abgekoppelt sind von Sachen, die im Vordergrund stattfinden, eignen sich sehr schön für Nebenläufigkeit. Das ist sicher nicht vollständig, aber ich denke, in meinen Augen die Hauptgründe, warum man sich Nebenläufigkeit antut. Ja, Nebenläufigkeit. Wir haben mittlerweile sehr bequeme APIs bekommen, um damit zu arbeiten. Und sowas wie NSThreat ist eine Abstraktion, die schon sehr lange existiert. NSOperationQueue ist ein bisschen was Neueres. Aber gemeinsam ist denen, dass es sehr einfach ist, ein Thread zu starten. Also mit 3, 4, 5, 6 Zeilen kann man Nebenläufigkeit beginnen. Und das Problem dabei ist, korrekte Implementierungen sind sehr, sehr subtil und sehr schwierig. Und die APIs verführen uns dazu, vielleicht mehr Nebenläufigkeit zu verwenden, als einem eigentlich lieb ist. Was für Probleme können dann dabei auftreten? Kennt ihr sicher alle, habt ihr alle schon mal gesehen. Die generellen Probleme von Nebenläufigkeit sind Wettrennen, Race Conditions oder Versperrungen, Deadlocks. Die will ich mir mal im Detail angucken. Was ist eine Race Condition? Ist schon jemand von euch schon mal auf eine Race Condition gestoßen, ganz bewusst, und hat gesagt, oh, hier habe ich ein Race gebaut? Ja, okay, immerhin. Andere Frage, wer nutzt überhaupt Nebenläufigkeit? Okay, also ihr habt keine Races, ihr habt das unter Kontrolle. Genau, gucken wir mal. Sehr gut. Das Problem ist, durch Threading, und mir war das am Anfang auch nicht bewusst, weil was man macht, wenn man Threading macht, ist, man macht den prinzipiellen Ablauf eines Programms indeterministisch. Man ist als Entwickler eigentlich gewohnt zu denken, naja, ein Programm ist ein determinierter Ablauf von Schritten, den ich durchführe. Und was beim Threading passiert, ist eine kombinatorische Explosion von Verschachtelungsmöglichkeiten. Denn der Scheduler hält einen Thread an, startet einen anderen und wann das passiert ist, ja, hängt vom Wetter ab. Und dadurch entstehen eine Menge Möglichkeiten und die hat man eigentlich so beim Entwickeln nicht vor Augen. Ich meine, wie muss man sich das vorstellen? Wenn man hier 2 Threads hat, jeder Thread soll hier 3 Kommandos durchführen, das können Assembler-Kommandos sein oder auf irgendeiner Ebene definiert. Wenn die das nacheinander ausführen, sieht das so aus. Aber wenn ich präemptives Multithreading habe, jetzt nur mit einem Kern, das heißt, ich halte immer einen an und starte dann den anderen, dann gibt es, könnt ihr euch jetzt ausrechnen, schon eine ganze Menge Verschachtelungsmöglichkeiten, wie diese Kommandos gegeneinander ablaufen können. Ich habe nur mal exemplarisch hier ein paar aufgemalt. Und jedes Mal, wenn ihr euer Programm ablaufen lasst, tritt wahrscheinlich eine andere dieser Kombinationen auf. Das heißt, was genau passiert, ist jetzt nicht mehr determiniert. Mit mehreren Kernen wird es sogar noch mehr, weil dann können jetzt sogar noch mehrere Threads parallel laufen und ich habe es nicht wirklich ausgerechnet, wie viele Möglichkeiten das sind, aber es sind sehr, sehr viele. Es ist eine Explosion von Möglichkeiten. Und darin liegt das eigentliche Problem des Multithreadings. Denn wenn mehrere Threads, die gegenseitig ja die Daten von sich gegenseitig sehen können, auf die gleichen Ressourcen zugreifen, können Dinge entstehen, die der Entwickler nicht wollte oder nicht vorhergesehen hat. Das Problem dabei ist, also das Shared-Data-Problem, ich habe gemeinsame Daten, mehrere Threads, die jetzt auf einmal verschachtelt aufeinandertreffen an Stellen, modifizieren und lesen die gleichen Daten auf Arten und Weisen, wie sie es nicht vorgesehen haben. Das Problem, was dadurch entsteht, ist, dass Fehler, da wir indeterminiert sind, nur sporadisch auftreten. Kennt ihr alle, eine Anwendung crasht nur beim Kunden oder crasht nur montags beim Kunden oder unter irgendwelchen anderen Umständen. Und das Problem dabei, dass es dann mit Zufall zu tun haben und Wahrscheinlichkeiten, ist, dass es ganz, ganz schwer zu debuggen ist. Und ich bin mir sicher, ich meine, wenn Apple ein neues iPhone rausbringt, was noch 2 Kerne mehr hat, stürzen 10% der Anwendung auf einmal ab, weil neue Verschachtelungen auftreten, die vorher gar nicht da waren. Und Races sich sehr, sehr leicht verbergen können, weil es um Wahrscheinlichkeiten geht. Das Problem ist auch, ich hoffe, ihr arbeitet alle mit automatisierten Tests, aber Races automatisiert abzuklopfen und zu verhindern, ist sehr, sehr schwer. Also wer schaltet Kerne von seiner Maschine hoch und runter und lässt seine Unit-Tests mal mit 1, 2, 3, 4 Kernen laufen? Also ich mache es nicht. Trotzdem sehen wir das sehr, sehr häufig in Code-Reviews. Also wenn wir Sachen machen, wo Nebenläufigkeit verwendet wird, tritt bei uns in jedem Code-Review eine Diskussion über Races in Details auf. Also ich habe noch keins ohne erlebt. Es ist nicht so, dass man das einfach hinschreibt und es ist einfach immer richtig.
Aber klar machen muss man sich, und da bin ich in Diskussionen schon mit vielen Entwicklern drauf gestoßen, es ist sich nicht jeder bewusst, dass das harte Fehler sind. Also ein Race, man kann sagen, naja, Tritt stürzt nur montags ab, starte ich halt neu oder keine Ahnung. Also man trifft da oft auf eine Abwehrhaltung, wo man denkt, naja, ist ja nicht so schlimm, tritt ja nicht immer auf. Und da will ich halt davor warnen, das kann in Zukunft noch schlimmer werden, wir kriegen noch mehr Kerne, noch andere Maschinen, die auf ganz andere Weisen schedulen. Und wenn man nicht am Anfang in der Review-Phase sich dieser Sachen bewusst ist, wird es sehr schwer, das später wieder einzufangen. Ich will mal ein Beispiel geben. Das ist eine Sache, da hat mir jemand eine Architektur präsentiert, das war schon ein sehr erfahrener Entwickler, es war auch ein sehr arriviertes Produkt. Und das sah in etwa so aus. Er hatte zwei Threads und ein Thread war der Main-Thread, darauf lief die UI. Und es gab einen Netzwerk-Thread, der sollte Push-Notifikationen von einem Server empfangen, der Live-Daten lieferte. Und es gab geteilte Modelldaten und die View hat diese Modelldaten gelesen und sich gezeichnet. Der Netzwerk-Thread hat ab und zu einen Push vom Server empfangen und hat auf diesem separaten Thread in diese Modelldaten geschrieben. Dann hat er schön mit einer schönen Thread-Abstraktion eine Notifikation auf den Main-Thread geschickt und der View gesagt, ja, du musst dich jetzt mal neu zeichnen, wir haben neue Daten. Diese View macht das dann und liest diese Modelldaten. Und dann kommt irgendwann wieder der nächste Push. Das war die Architektur und die hatte mir so vorgestellt und sagt, ja, das ist eine gute Sache. Und dann meinte ich, ja, aber das ist doch ein Race. Und dann meinte er, nee, es ist kein Race. Und das ist kein Race, weil der Server maximal einmal pro Sekunde einen Request schickt. Und bis dahin hat die View doch fertig gezeichnet. Und sieht erstmal nach einer harmlosen Sache aus. Wie gesagt, erfahrene Entwickler klang nach einer vernünftigen Sache. Aber das Problem ist, es wird euch klar, ja, die View kann auch mal später zeichnen, weil das System vielleicht gerade noch was zu tun hat oder andere Zeichenoperationen noch vorher zu sagen waren. Jemand hat gescrollt oder wie auch immer. Es kann aber auch sein, dass das Internetwetter dazu führt, dass mal ein Request ein bisschen länger braucht im Router und die sich aufstauen und dann irgendwie schneller als eine Sekunde kommen. Und in beiden Fällen kriege ich zwei Threads, die gleichzeitig was mit geteilten Daten machen und das kann schiefgehen. Also das einfach aus der Erfahrung, muss man drüber nachdenken. So, und dann wollen wir uns jetzt mal, da wir auch ein bisschen Code sehen wollen, mal eine Demo anschauen, wie so einen Race. Hallo, Cursor? Da. Aussehen kann. So, achso, müssen wir den Font ein bisschen größer machen. Ups, wo geht's das da? So. Gut. Ja, ich habe hier mal ein Beispiel gebaut. Und zwar, also es ist absolut konstruiert, das Beispiel. Nicht aus der Realität, ich habe es irgendwie einen Bank-Account genannt. Was haben wir in diesem Bank-Account? Wir haben ein Konto, hat einen Kontostand. Den habe ich hier und was ich machen kann mit dem Konto, ich kann einen Betrag einzahlen auf das Konto und ich kann einen Betrag wieder abheben. Das ist mein Modellobjekt, was ich hier habe. Und was ich gerne machen möchte, ich möchte auf diesem Konto gern nebenläufig Aktionen machen können. Und das machen. Und ich möchte jetzt an dem Beispiel mal ein bisschen schauen, in was für Probleme man hier laufen kann. Implementiert ist das jetzt hier recht naiv. Also nach außen hin sind die Properties read-only, nach innen hin habe ich sie schreibbar gemacht. Und wir fangen mit einem Betrag von 0 an. Und eine Deposit-Funktion zählt den Account um den Betrag hoch. Und ich habe hier noch einen Transaction-Count, der mitzählt, wie viele Transaktionen eigentlich stattgefunden haben. Das ist jetzt die erste Implementierung. Ich habe hier um die Demo laufen zu lassen mit diesem Account, lege ich mir so einen an. Ich habe hier zwei Beträge, das sind einmal hier irgendwie 10 und 5. Und ich habe hier einen Block, in dem ich erste 10 einzahle und wieder 5 abhebe. Und dann habe ich mir eine Methode geschrieben, die das mal auf möglichst vielen Threads 20.000 Mal macht. Und wenn es fertig ist, schauen wir mal, was rauskommt. Was habe ich für einen Endbetrag und wie lange hat es gedauert? So, was meint ihr, was passiert, wenn ich das laufen lasse? Irgendeine Idee?
Ich drucke Geld, ja. Noch eine andere Idee? Ist jetzt egal. Ich meine, wir haben ein kleines Code-View gemacht. Jetzt, was würdet ihr sagen, was passiert? Das ist immer ganz spannend. Also ich mach's mal. Also das ist die erste Demo. Was passiert? Es crasht. Warum crasht's? Der Grund, warum es crasht, ist, dass ich, weil meine Beträge hier Decimal Numbers sind, das sind Objekte, und mit Objekten muss ich Memory Management machen, und Memory Management heißt Retain Counting, und Retain Counting ist dokumentiert. Wenn ich das von mehreren Threads machen will, brauche ich eine Atomic-Version. Ich will jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, was bei Atomic intern passiert. Also es ist nur eine Garantie von Coco, die mir sagt, okay, wenn ich eine Property als Atomic deklariere, kann ich das von mehreren Threads aus machen. Habe ich hier nicht gemacht. Und das können wir uns auch den Stack Trace hier mal angucken. Da schlau draus wird. Die sehen auch jedes Mal anders aus, weil das das Wesen dieser indeterministischen Sachen. Es funktioniert einfach nicht. Gut. Gehen wir zur Demo 2. Gut, dann sagen wir, machen wir das halt Atomic, das Ganze. Gut, ansonsten habe ich nichts geändert. Aber die gleiche Demo nochmal. Was passiert jetzt? Was erwarten wir denn eigentlich, was passieren sollte, wenn es korrekt ist? Naja, ich hätte schon sowas wie 40.000 Transaktionen erwartet, also 20.000 mal ein- und auszahlen. Müsste ich auf 40.000 kommen und der Betrag sollte auch irgendwas Rundes sein. Tut's nicht. Ja, was da passiert, ist ein Erase. Das können wir uns hier mal noch mal genauer angucken, ja, hier in der Stelle, dass wenn zwei Threads gleichzeitig auf den gleichen Daten arbeiten, das Erhöhen, also das Lesen und wieder Reinschreiben natürlich nicht atomar ist und ja, natürlich der eine Thread nicht das sehen kann, was der andere schon erhöht hat und erhöht von dem vorherigen Betrag aus und dann werden Transaktionen verschluckt. Das ist genau das, was hier passiert. So kann also ein Race auftreten. Also wir haben einen Crash gesehen und wir haben Ergebnisse gesehen, die irgendwie nicht besonders vielversprechend aussehen. Was kann man denn gegen Race Conditions machen? Man kann keine gemeinsamen Daten verwenden. Klingt erstmal wie ein blöder Ratschlag, ist aber manchmal gar nicht schlecht, das zu tun. Also wenn man sagt, okay, Nebenläufigkeit ist wichtig, keine gemeinsamen Daten kann sein, ich mache mir eine Kopie davon, also ich hab die Daten zweimal oder ich versuche es irgendwie zu separieren. Ist aber schwierig in der Praxis zu machen, denn meistens hat man gemeinsame Daten. Eine Stelle, wo man häufiger getrennte Daten antreffen kann, sind zum Beispiel Serveranwendungen. Also es gibt einen starken Wesensunterschied beim Parallelisieren zwischen einer Serveranwendung und einer Clientanwendung. Serveranwendungen sind meistens leichter zu parallelisieren, weil man oft Daten nach Usern trennen kann und die haben dann gar nichts miteinander zu tun, zum Beispiel. Und in Clientanwendungen ist es oft schwierig, diese Schichten, die man dort noch hat, nochmal in parallele Einheiten zu zerschneiden. Eine andere Gegenmaßnahme gegen Race Conditions sind Immutable Objects. Das ist übrigens eine sehr, sehr feine Erfindung, eine sehr feine Sache. Ich kann euch nur empfehlen, verwendet Immutable Objects, wenn es immer geht. Also wenn man irgendwo den Sack zumachen kann und sagt sich, ich weiß, dieses Objekt ändert sich nie mehr, ist man frei, dieses Objekt auch über mehrere nebenläufige Szenarien zu verwenden. Denn es kann sich nicht mehr ändern und dann kann ich auch beliebig dran viel daran lesen. Das ist eine feine Sache. Ich habe gerade letztens gelesen, dass Microsoft ein Patent auf Immutable Objects eingereicht hat. Bin mal gespannt, ob das durchgeht. Genau. Worauf man natürlich achten muss, ist, wenn man denkt, naja, ich habe ein immutable Objekt, ich kann jetzt von verschiedenen Threads darauf zugreifen, ohne Problem. Eine Sache darf man nicht übersehen, ein Lazy Getter ist, also ein Objekt mit einem Lazy Getter ist nicht immutable. Also so ein Konstrukt, dass wir alles täglich hinschreiben, on demand erst was zu erzeugen, ist nicht immutable. Nach außen hin denkt man, oh, ich habe hier nur Read-Only-Zustände. Aber das ist auch ein Race, wenn ich sowas hier stehen habe. Und das ist was bei uns in der Praxis auch häufig vergessen wird. Man baut sich so Objekte um, hat so einen Lazy Getter vergessen und dann tritt an solcher Stelle eine Race-Condition auf. Man dachte, das Objekt wäre immutable. Eine andere Gegenmaßnahme gegen Race Conditions sind Kopien. Also ich mache mir Kopien von meinen Daten, die ich gemeinsam benutzen will. Dann bin ich in der Lage, sie parallel zu verarbeiten. Aber
Ich muss ja, wenn ich sie verändere, diese Änderung auch irgendwie wieder zusammenführen. Und dann habe ich das Race dann auf diese Stelle wieder geschoben. Also ich werde das Problem nicht los, ich schiebe es nur an eine andere Stelle. Es gibt da traditionelle Möglichkeiten, die das sehr, sehr gut machen. Datenbanken mit Transaktionen sind genau dieses Konzept. Da ist es sehr gut gelöst und oft ist es gut, wenn man denkt, okay, ich schiebe mir dieses Problem einfach in eine Datenbank, die haben das für mich gelöst. Core Data ist auch so eine Schicht, da arbeitet man mit Kopien von Daten in verschiedenen Kontexten und dann gibt es einen Koordinator, der die dann zusammen serialisiert und dort dieses Zusammenführungsproblem löst. Und wenn man sagen kann, okay, die schwierigen Sachen lasse ich Core Data machen und ansonsten arbeite ich nur auf Kopien, ist ein sehr schönes Rezept, um einfach drum rumzukommen um das Problem. Ja, wenn aber alles nicht hilft, das Problem zu vermeiden, muss man sich es anschauen. Und da ist die Standardlösung, um Race Conditions zu verhindern, der gegenseitige Ausschluss, Mutex, Mutual Exclusion. Das heißt, oder ich glaube unter Windows nennt man es Critical Section. Das heißt, man versucht zu verhindern, dass Nebenläufigkeiten, die da sind, in kritischen Stellen nicht gleichzeitig aufschlagen können. Der traditionelle Weg dadurch sind Locks, der sicher auch alle schon mal verwendet und gesehen. Das heißt, ein Thread wird dann blockiert an einer kritischen Stelle, wenn ein anderer bereits da drin ist. Und aus der deterministischen Sicht, wozu das führt, ist, dass man die Anzahl der kombinatorischen Möglichkeiten, in der Code abläuft, jetzt dramatisch reduziert. Also jetzt kommt der rote Strich, der dazu für sorgt, nee, gewisse Fälle streichen wir einfach aus dieser Matrix raus. Die können nicht mehr existieren. Und es ist ein bisschen verquer, weil eigentlich ist das eine verkehrte Welt, dass man sagt, okay, ich schalte Threads an und jetzt ist auf einmal ist mein Code maximal indeterministisch und jetzt muss ich Maßnahmen treffen, um wieder so ein bisschen einen Grad von Determiniertheit wieder zurückzuholen in meinen Code. Das ist eigentlich die verkehrte Welt, aber es gibt nicht viele bessere Erfindungen dafür, wie man das in den Griff kriegt. Allerdings haben die Locks oder die Mutexe auch ihre Gefahren, die kennt ihr sicher auch. Einer ist der Wettstreit, die Contention, das heißt, so ein Lock ist nicht ganz billig, was Performance angeht. Das heißt, je mehr Threads warten müssen an einem Lock, desto stärker degradiert die Performance. Und das ist nicht linear, wie man denkt, das geht eher in Richtung exponentiell. Das sollte man beim Planen vor Augen haben. Wenn man einfach plant, oh ja, dann lasse ich hier 200 Threads in diesem Lock hängen und mal gucken, wer gewinnt, ist keine gute Idee. Die andere Gefahr ist die Versperrung, das ist die Totalkatastrophe, sogenannte Deadlock, der alle sicher auch schon mal gesehen. Thread 1 holt sich Lock A, Thread 2 holt sich Lock B und danach wartet Thread 1 auch auf den Lock von B und Thread 2 macht es genau andersrum. Und das führt halt dazu, dass beide auf sich gegenseitig ewig warten und sozusagen die Anwendung tot ist. Da hilft nur Abschießen. An der Stelle. Also es ist ein Totalversagen. Es gibt ein paar Grundrezepte gegen Deadlocks, wenn man mit Locks arbeitet, also dafür sorgen, dass Locks immer in der gleichen Reihenfolge geholt werden und nicht in umgekehrten. Aber oft hat man Reentrants über verschiedene Umwege bei sich in der Anwendung, bei denen man gar keine Reihenfolge garantieren kann. Und da kann es zu solchen Deadlocks kommen. Man muss sich aber auch klar machen, dass die Contention-Gefahr und die Deadlock-Gefahr reziprok gegenüberstehen. Das heißt, wenn ich nur einen Lock verwende für alles, dann habe ich keine Gefahr von Deadlocks, aber habe ich eine extreme Contention, weil alle Threads in diesem Lock hängen. Wenn ich Contention runterfahren will, das heißt, meine Locks feingranularer mache an verschiedene Ressourcen, dann geht die Contention runter. Aber jetzt habe ich natürlich hunderte Deadlock-Möglichkeiten, die passieren. Also kommt man von dem Regen in die Traufe. Man muss dazwischen abwägen, was ist für meinen Fall wichtiger. Ja, was gibt es noch für Gegenmaßnahmen, um gegenseitigen Ausschluss zu machen? Eine Möglichkeit, die wir sehr intensiv verwenden, ist der gegenseitige Ausschluss durch Dispatch Queues aus Grand Central Dispatch. Hat das von euch schon mal jemand verwendet für genau diesen Anwendungszweck? Ja, okay, dann erzähle ich euch ein bisschen was Neues, das wäre ganz schön. Damit wir das auch verstehen, will ich noch einen kleinen Abriss machen, einige kennen es wahrscheinlich schon, was ist Grand Central Dispatch? Oder was sind Dispatch Queues? Dispatch Queues sind ein Teil der libDispatch. Wann hat Apple das eingeführt? Ich glaube mit 10.6, 10.5, 10.6. Es ist eigentlich eine kleine Library, die aber was sehr, sehr Mächtiges macht. Und zwar, sie verbirgt die Nebenläufigkeit mit Threads hinter einer ganz neuen Abstraktion.
Man denkt jetzt nicht in Ablauffäden in einem Programm, wo einige dann durch Logs angehalten werden, sondern man zerlegt sich Arbeit in kleine Blöcke, die auf Warteschlangen ablaufen. Und natürlich hinter der Fassade läuft alles auf Threads weiterhin ab, aber Grand Central Dispatch abstrahiert das vollkommen von uns weg. Und das klingt eigentlich nach einer kleinen Sache, aber es ändert die Art und Weise, wie ein Entwickler über sein Problem nachdenkt, doch sehr nachhaltig. Und Dispatch Queues gibt es in zwei Ausführungen, in sogenannte Concurrent, parallele Dispatch Queues und serielle Dispatch Queues. Ich will die euch beide mal vorstellen. Parallele Concurrent Dispatch Queues habe ich hier mal dargestellt. Da drin sehen wir Blöcke, 1, 2, 3, 4, 5, die in der Warteschlange aufgereiht sind. Eine Concurrent Dispatch Queue kann man sich so vorstellen wie eine Warteschlange am Flughafen, so eine amerikanische Warteschlange. Also es gibt verschiedene Schalter, die parallel arbeiten können und es gibt vor den Schaltern eine Schlange und der erste Schalter, der frei wird, da kommt der nächste aus der Schlange hin, aber es arbeiten Sachen parallel. Die Schalter sind unser Threadpool in diesem Beispiel und wir können aus der Warteschlange, je nachdem wie viele Threads wir haben, das hängt vom System ab, wie viele Kerne habe ich, Grand Central Dispatch macht das sehr dynamisch, kann ich mir aus der Warteschlange die nächsten anstehenden Dinge holen. Es gibt weitere Blocks, können sich dann hinten anstellen, wenn weitere auftauchen. Es gibt noch sowas wie Barrier Blocks, die sind noch was Besonderes, die werden wir gleich mal gucken, wie der sich verhält, der rote. Jetzt ist im Threadpool die Nummer 1 fertig und der Block Nummer 4 wird nachgeschoben. 2 und 3 laufen noch parallel. Als nächstes ist die 2 fertig und 5 kommt nach. Und als nächstes wäre jetzt der Barrier-Block dran und das ist eine Besonderheit. Der sorgt dafür, der darf erst ausgeführt werden, wenn kein einziger Block aus dieser Concurrent Dispatch Queue gerade noch parallel läuft. Das heißt, 3, 4 und 5 müssen erst fertig sein. Dann darf der Barrier-Block exklusiv für diese Queue in den Threadpool und alle anderen, die danach kommen, müssen auch warten, bis dieser Barrier-Block wieder fertig ist und dann dürfen die wieder parallel abgearbeitet werden. Das sind die sogenannten parallelen Queues. Von diesen parallelen Queues gibt es globale, die immer da sind, das sind die Grundqueues, da gibt es welche mit verschiedenen Prioritäten. In denen dürfen keine Barrier-Blocks rein, weil sonst würde man ja das ganze System anhalten. Und man kann aber auch eigene Concurrent-Queues erstellen, in denen dann Barrier-Blocks erlaubt sind. Genau, das war das. Demgegenüber stehen serielle Queues. Die müssen immer in eine parallele Queue münden. Also die kann ich nur verwenden im Zusammenhang mit einer parallelen Queue, die ich jetzt mal rechts hingemalt habe. Ich habe jetzt den Threadpool nicht mehr dazu gemalt. Und serielle Dispatch Queues garantieren auch, dass alle Blöcke in ihnen nacheinander abgearbeitet werden, aber niemals welche gleichzeitig. Aber Blöcke aus anderen seriellen Queues dürfen parallel laufen. Jetzt habe ich hier zwei serielle Dispatch Queues übereinander und das heißt, die beiden schieben ihren ersten Block in die Concurrent Queue, das heißt, dort werden sie auf den Threadpool verteilt und laufen parallel. Jetzt ist einer fertig. Und dann kann der zweite nachgeschoben werden, der erste aus der anderen Queue läuft noch, sobald der fertig ist, kann der seinen anderen Block nachschieben und so weiter. Das heißt, wie muss man sich das vorstellen? Serielle Dispatch Queues sind Inseln der Serialität in einem Meer von Gleichzeitigkeit. Das ist genau der Aspekt, den wir wollen, um uns unsere Ressourcen zu schützen, also um unseren gegenseitigen Ausschluss zu machen. Das heißt, ich weiß, also alle Dinge, die ich tue mit einem gemeinsamen Datum im Kontext einer seriellen Dispatch-Queue-Tool, weiß ich, dass mir niemand anders dazwischen funkt. Andere Dinge können concurrent ablaufen, aber dieser Aspekt bietet mir Schutz. Wie kriegt man Blöcke auf Dispatch-Queues? Da gibt es zwei Kommandos, ein asynchrones und ein synchrones. Synchron heißt, ich gebe den Block auf die Queue und ich blockiere den Aufrufer so lange, bis dieser Block abgearbeitet ist. Ihr hört schon, blockieren klingt nicht gut in dem Kontext, über den wir gerade reden. Und es gibt noch Dispatch Async, das stellt dieses Ding in die Queue und kehrt gleich wieder zurück. Genau. Ja, dann schauen wir uns das doch mal im Code an, was man damit so Schönes machen kann.
So, wieder, wir sind wieder bei unserem Account-Beispiel. Ein bisschen breiter. So, ich habe jetzt, der Account sieht eigentlich noch so aus wie vorher. Ich habe jetzt hier nur einen Kontrakt hingeschrieben. Ich schreibe hier, Properties and Methods can be accessed from any Dispatch Queue. Also ich kann an meine Eigenschaften und Funktionen von jeder Dispatch Queue aufrufen. Das heißt, ich möchte das concurrent haben. Das ist die Garantie, die ich hier haben möchte. Aber wie kann ich das mit Dispatch Queues erreichen? Ja, wir brauchen erstmal eine Dispatch Queue, die wir unserem Account zuordnen. Die ist privat. Die ist intern, in diesem Fall, ich zeige noch andere Fälle, die gehört diesem Account. Und im Konstruktor wird die Dispatch Queue angelegt. Da gibt es dieses Dispatch Queue Create Kommando. Und ich lege eine serielle Queue an. An all den Stellen, wo ich auf meinen Betrag und meinen Transaction Count zugreife, also auf meinen Status, sorge ich dafür, dass ich auf die Dispatch Queue gehe, auf die serielle. Das heißt, der Code, der hier drin läuft, läuft immer auf der seriellen Dispatch Queue. Das heißt, es gibt immer nur einen gleichzeitig, der eins dieser Kommandos durchführen kann. Jetzt habe ich hier an dieser Stelle Dispatch Async stehen. Ich kann das an dieser Stelle asynchron machen, weil mich gar kein Ergebnis interessiert. Ich habe hier eine Void-Methode. Ich erwarte kein Ergebnis zurück. Ich sage hier, zahle diesen Betrag ein und das Ergebnis interessiert mich nicht. Das heißt, ich kann das asynchron hinten anstellen. Das gleiche beim Abheben. Bei dem Getter für den Betrag, wenn ich den aktuellen Betrag wissen möchte des Kontos, geht das nicht asynchron. Denn ich brauche einen Rückgabewert. Da muss ich Dispatch Sync verwenden in diesem Beispiel. Das heißt, in einer Blockvariable merke ich mir oder hole ich mir den Wert aus der IVA, kopiere es mir in diese Blockvariable auf der Dispatch Queue. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf die IVA zugreife, bin ich auf der Dispatch Queue und danach kann ich den Betrag zurückgeben. Und so lange blockt wird die aufrufende Dispatch Queue geblockt. Ihr merkt schon, ich rede jetzt immer nur noch von Dispatch Queues, denn sobald man sich die Brille mit Grand Central Dispatch aufsetzt, möchte man die Abstraktion Thread loswerden. Das ist genau das Ding. Das heißt eigentlich in einem Code, bei dem man streng GCD verwendet, darf der Begriff Thread eigentlich nicht mehr auftauchen. Das ist auch eine wichtige Sache, denn wenn ich Konzepte mische, zum Beispiel Semaphoren oder Logs aus der Thread-Welt und ich mache GCD, begehe ich einen Fehler. Denn GCD gibt mir keine Garantien über Threads. Es kann sein, ich bin auf der gleichen Dispatch Queue, aber werde auf verschiedenen Threads aufgerufen. Und wenn ich jetzt mir irgendwie einen Log auf einen Thread geholt habe und ich bin jetzt eigentlich auf dem anderen, dann bin ich trotzdem ungeschützt. Also klar machen, entweder verwende ich GCD oder traditionelle Log-Mechanismen oder ich muss genau wissen, was ich tue. Jo, jetzt können wir mal den Code laufen lassen. Ansonsten mache ich mit der Implementierung genau das Gleiche wie mit der anderen. Also hier nochmal zum Vergleich Atomic. Das hat nichts gebracht, obwohl man denkt, ja, Atomic bringt uns was, was Concurrency angeht. Jetzt verwenden wir mal die private Dispatch Queue und dann sehen die Werte schon ein bisschen besser aus, wie wir uns das erwartet haben. Ihr seht aber, es dauert ein bisschen länger, das Ganze, weil hier in dem Fall haben alle drauf losgeballert, ohne Gnade. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufeinander warten an den kritischen Stellen und ich schieße auch aus vielen Threads gleichzeitig und die Laufzeit geht dann natürlich nach oben. Die Idee ist natürlich dahinter, dass ich die richtige Parallelität bekomme, wenn ich viele Accounts habe, die natürlich alle unabhängig sind, jeder hat seine eigene Dispatch Queue und ein Account kann von einem anderen dann wunderbar parallel laufen. Aber sobald dann viele auf einen Account schießen, kommt meine serielle Queue zum Einsatz und beschützt mich. Gibt aber noch Möglichkeiten, das noch ein bisschen performanter zu machen. Das ist jetzt meine Demo 4. Die sieht nach außen immer noch genauso ab. Und dann kommen die Barrier-Blocks ins Spiel. Ihr kennt das aus der traditionellen Threading-Welt vielleicht. Das sind die Reader-Writer-Locks, die ich jetzt auf GCD abbilden möchte. Was wir in der Demo 3 gemacht haben, ich gehe nochmal zurück, ist, dass wir an den Stellen, an denen ich lesen möchte, wo eigentlich gar kein Schreiben stattfindet, schließe ich trotzdem den einen Lesenden gegen den anderen aus.
Das ist eigentlich unnötig, weil mehrere Leute lesen gleichzeitig, darf ich eigentlich erlauben, nur das gleichzeitige Schreiben möchte ich verhindern. Und da helfen mir, wenn ich das mit GCD machen möchte, ein bisschen öffnen möchte, helfen mir die Barrier Blocks. Der Unterschied ist jetzt, ich lege mir jetzt keine serielle, sondern eine parallele Queue an. Das heißt, es können mehrere Sachen prinzipiell gleichzeitig laufen auf dieser Queue. Ich habe keine Insel der Serialität mehr. Und an den Stellen, an denen ich lese, lese ich weiterhin mit Dispatch Sync an der Stelle. Das heißt, die können parallel jetzt laufen auf der Queue. Aber an den Stellen, an denen ich schreibe, verwende ich einen Barrier Call. Das war dieser rote Block aus dem Beispiel. Das heißt, sobald der ins Spiel kommt, wartet der Block, bis alle weg sind, dann kommt er rein und während er läuft, darf niemand anders und wenn er weg ist, können die anderen wieder rein. Das ist Reader-Writer-Lock im GCD-Jargon an dieser Stelle. Können wir hier mal reinschauen, nochmal zum Vergleich. Das war der Fall vorher mit der privaten seriellen Queue und wir können es jetzt mal parallel machen. Und ihr seht, das wird schon ein bisschen schneller, das Ganze. Dazu müssen wir mal gucken, was mein Beispiel eigentlich ist. Das sieht nämlich hier ein bisschen anders aus. Ich habe hier in dem Block, der parallel läuft, zwischen das Einzahlen und Auszahlen jetzt ein paar Lesezugriffe reingemacht, weil müssen wir ja auch testen. Und ihr seht auch, wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein paar mehr Lesezugriffe hier reinpacke, das müsste ich dann bei der anderen Demo auch tun, Demo 3 auch, damit sie vergleichbar bleiben. Seht ihr, wird der relative Unterschied deutlich größer, weil wir das Lesen parallelisieren können, jetzt in dem Fall. Und deswegen, da schlägt Concurrency dann stärker zu. Also das ist der Vorteil. Nachteil ist natürlich an der Sache, ich habe jetzt in meinem Code Concurrency und ich muss genau darauf aufpassen, welchen Teil ich denn mit Barrier Blocks versehe und welchen nicht. Da kann man sich schnell vertun. Auch da ist Code Review angesagt, weil man kriegt es unter Umständen nicht mit. Also vielleicht erst beim Kunden. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Ja, ich habe das jetzt private Dispatch Queue genannt. Private Dispatch Queue ist ein Entwurfsmuster, wie man sich APIs damit machen kann. Populäres anderes Muster ist aber auch eine öffentliche Dispatch Queue zu verwenden. Ihr könnt euch zum Beispiel den Fall vorstellen, ich habe mehrere Accounts und von denen weiß ich, dass ich sie eigentlich in der Gruppe verwenden möchte. Und ich weiß, ich mache ständig Transaktionen zwischen denen, wenn ich an einem Account was verändern will, dann möchte ich auch an zwei anderen was verändern. Und wäre eigentlich schön, wenn ich die zusammen auf eine Dispatch Queue stellen kann, weil ich dann den Overhead verliere, wenn ich was zwischen ihnen mache, ständig die Queue wechseln zu müssen, was ja auch nicht umsonst ist. Und wenn man so ein Muster abbilden will, kann man es auch machen, dass man sich die Dispatch Queue öffentlich macht. Jetzt seht ihr, hier an der Stelle verwende ich nicht mehr die native Grand Central Dispatch Queue, sondern ich habe mir einen eigenen Wrapper gebaut. Warum macht man sowas? Na, schauen wir erstmal, was er macht. Im Prinzip ist das eigentlich nur ein Wrapper über die Dispatch Queue von Grand Central Dispatch. Nichts Besonderes, da ist hier eigentlich eine Property drin, über der ich eine Grand Central Dispatch Queue reinstecke. Und ich habe es vielleicht ein bisschen mehr Objective-C-like gemacht. Ich kann jetzt hier Perform Block sagen und Perform Block and Wait. Das ist sowas wie Dispatch Sync, Dispatch Async an dieser Stelle. Und ich habe mir aber eine Sache hier dazu gebaut, das nennt sich Current Queue. Das ist eine Sache, die gab es bis vor kurzem auch in Grand Central Dispatch noch. Und dann hat Apple beschlossen, dass es nicht mehr erlaubt sein soll, rauszufinden, auf welcher Queue ich gerade laufe. Ich bin auch der Meinung, dass das richtig ist, dass in Produktionscode das eigentlich nichts zu suchen hat, dass man einen Abstraktionsfehler macht, wenn man wissen möchte, auf welcher Queue man läuft. Ich bin aber der Meinung, dass es aus Assertion-Gründen, wenn man Korrektheit testen will seines Codes, man hat Kontrakte und sagt, ja, hier, der Teil meines Codes, da bin ich im Design so, da möchte ich, dass der immer auf der Queue läuft, dann möchte ich auch in der Lage sein, ein Assert hinzuschreiben, was mir das testet, dass ich die Garantien auch einhalte. Und dafür dient dieser Wrapper, den ich hier gebaut habe, der total simpel ist. Man nutzt hier einen Mechanismus, der sich Set-Specific nennt. Da gibt es so eine kleine Hash-Table in Dispatch-Queues, in die man Werte setzen kann. Und ich setze einfach den
pointe auf mich selbst da rein und man kann dann mit Dispatch Get Specific sich aus der aktuellen Queue diesen Hash-Table-Wert wieder rausholen und dadurch habe ich mir den Pointer wieder reingerettet. Ansonsten Perform Block und Perform Block and Wait sind nur Wrapper um diese Geschichten. Also nichts Besonderes. Aber was bringt mir das? Lass uns mal schauen. Also ich implementiere jetzt einen Account mit einer öffentlichen Queue. Das heißt, wenn ich den Account anlege, muss ich die Queue schon mitbringen. Die muss ich schon haben. Dadurch kann ich mehrere Accounts auf die gleiche Queue setzen. Die Accounts besitzen die Queue nicht mehr. Und der Nachteil ist aber, oder die Eigenschaft dieses Ansatzes ist es, dass wenn ich jetzt auf meine Methoden und Properties zugreife, muss ich von außen dafür sorgen, dass ich das auf den richtigen Queues mache. Dann spare ich mir den Overhead, wenn ich zwischen verschiedenen Accounts hin und her transferiere, dass ich ständig dabei die Queue wechseln muss. Dann muss ich es aber von außen garantieren. Da man dabei aber Fehler macht, muss ich es von innen irgendwie asserten können, dass es richtig gemacht wird. Und das können wir uns von innen mal anschauen. Das sieht dann so aus, dass in Deposit Amount steht dann hier ein Assert drin, dass ich davon ausgehe, dass die Current Queue diejenige Dispatch Queue ist, mit der ich selbst initialisiert worden bin. Das ist der Kontrakt, den wir hier durchziehen wollen. Und ich habe jede Methodenimplementierung hier mit diesem Assert versehen. Und ansonsten fehlt jedweder Schutz hier drin. Aber wenn das Assert hält, weiß ich, es kann nichts schiefgehen. Ich bin ja nur auf einer Dispatch Queue. Von außen sieht das dann so aus, wie man es sich vorstellt. Wenn man es benutzen möchte in diesem Design, muss ich mir erst eine Dispatch Queue anlegen. Sie darf natürlich nicht concurrent sein hier an der Stelle, ist eine serielle Queue. Ich lege mir zwei Accounts an, beide kriegen die gleiche Dispatch Queue. Und wenn ich dann möchte, dass man zwischen diesen Accounts Aktionen machen kann, muss ich einmal dafür sorgen, dass sie auf der gleichen Dispatch Queue laufen. Mache ich es falsch, knallt es, meine Assertion hilft mir. Können wir mal schauen, wie das performt. Und ihr seht, das ist in diesem Falle massiv schneller, weil ich den Dispatch-Queue-Wechsel für jeden Getter-Aufruf, für jede Transaktion nicht mehr nötig habe. Das heißt, der Entwickler muss jetzt, wenn man APIs designt mit Schutz, muss man genau wissen, was möchte ich eigentlich, wie feingranular möchte ich werden, möchte ich Sachen eher in größere Gruppen zusammenfassen und kriege dadurch größere Möglichkeiten. Das ist eigentlich, da gehört ein bisschen Gespür dafür, welche Mittel man nimmt. Ich möchte euch eigentlich nur diese verschiedenen Verpackungen zeigen, die man so im Repertoire haben kann. In dem Fall nicht, aber wenn du jetzt mehrere dieser Accountgruppen hättest, dann laufen die zueinander parallel. Das habe ich in dieser Demo jetzt nicht mehr. Das ist aber in dem einen Account-Beispiel, was ich vorher gezeigt habe, das gleiche. Also man muss... Genau. Aber die Idee ist, also weswegen ich das Beispiel so konstruiert habe, ein Account soll eine Einheit sein, die ich mir vorstelle, von denen habe ich 100.000 Stück, die möchte ich auf einer Riesenmaschine parallel fahren können. Und manchmal habe ich aber in diesen 100.000 Accounts vielleicht Gruppen von 3, 4 Accounts, die ich gern zusammenfassen möchte. Und dafür diente dieses Beispiel hier. Genau. Ja, es kommt euch vielleicht ein bisschen bekannt vor, solche Signaturen, das benutzt zum Beispiel Core Data recht ausgiebig. In Core Data gibt es Managed Object Kontexte. Das ist ein Kontext, in dem Modelobjekte leben. Und die Garantie ist, dass ein Kontext auch sowas wie eine eigene Welt ist, die parallel zu anderen Kontexten läuft. Aber da in diesen Kontexten Objektgraphen leben, die ganz viele Eigenschaften haben und ich nicht für jede Eigenschaft, an der ich ziehe, wieder die Dispatch Queue wechseln möchte, hat Core Data auch so einen Einstieg gebaut. Das heißt, wenn ich mit meinem Kontext arbeite, steige ich einmal mit einem Perform-Block oder einem Perform-Block-and-Wait-Call ein, bin dann in dem Kontext, also in der Queue dieses Kontexts. Können wir nochmal eine Demo weiterschauen? Ein Problem dabei ist, und das hat bis Yosemite oder iOS 8 selbst in Core Data nicht funktioniert, ist, dass man es nicht schafft, so etwas wie ein reentrantes Log zu bauen, ein rekursives Log, was ihr vielleicht ja auch noch kennt.
Was ist das Ganze? Das heißt also, ich habe, schauen wir nochmal hier, diesen Einstieg hier in meine Dispatch Queue. Und jetzt könnte es sein, dass ich mir meine APIs so baue, dass während ich in dieser Dispatch Queue bin, einen anderen Teil meiner IE nochmal versucht, in die gleiche Dispatch Queue einzusteigen. Wo man aus Schutzsicht sagen müsste, ja prima, ich bin ja schon auf der Dispatch Queue, ist ja eigentlich alles in Ordnung, wenn ich das mache. Aber eine normale synchrone Dispatch Queue führt mich an der Stelle sofort zu einem Deadlock, weil der sagt, okay, ich stelle mich hinten an, aber wenn ich mich in mir selbst hinten anstelle, komme ich nie dran. Also das ist sofort ein Deadlock. Und das gleiche Problem hatte zum Beispiel Core Data, dass wenn man APIs geschrieben hat, dass ich irgendwie mit diesem Perform-Block gerappten Teil was mache und ich jetzt hier drin eine Methode aufrufe, die dann nochmal Perform-Block auf der gleichen Queue macht, bin ich sofort in einem Deadlock drin. Was das Design von APIs ein bisschen einschränkt. Wenn man die Man-Page zu Grand Central Dispatch liest, sieht man eine kleine Diskussion, die Apple-Entwickler geführt haben. Die sagen, naja, eigentlich sind traditionell rekursive Logs eigentlich immer das Verdecken eines Fehlers. Da kann man verschiedener Meinung sein, ob das so ist. Also oft ist das so, man entdeckt, okay, ich habe jetzt einen Deadlock und ach, da mache ich meinen Log reentrant und dann ist das Deadlock weg. Das kann sein, dass man sich eigentlich einen Fehler, den man leicht erkennen konnte, in eine Ecke schiebt, wo man jetzt eigentlich nur noch sehr, sehr schwer finden kann. Aber es gibt, wie im Beispiel von Core Data, wo ich es eigentlich für eine vernünftige Architektur halte, auch den Bedarf, dass man ja, diese Konstrukte auch gerne reentrant haben möchte. Aber wie macht man das reentrant? Wie kriege ich das hin, wenn ich das haben möchte? Core Data hat es geschafft mit 10.10 oder iOS 8, da ist es reentrant. Mich hat aber interessiert, wie geht das Ganze? Das können wir uns mal angucken. Das habe ich dann, erst habe ich ein bisschen versucht zu reverse-engineeren, was sie machen. Und dann habe ich diese Man-Page in Grand Central Dispatch entdeckt, wo sie es eigentlich erklären, wie man es legalerweise tun kann. Ist aber recht gut versteckt in der Doku. Ich brauche in meinem Account folgende Zustände. Ich muss... Das ist jetzt wieder der Bruch. Ich muss an der Stelle jetzt wissen, auf welchem Thread ich bin. Das heißt, ich merke mir als Zustand, auf welchem Thread ein Call gekommen ist. Ich merke mir, ob eine meiner Block-Methoden gerade performt. Wenn ich das habe, diesen Zustand, kann ich mir mein Perform-Block und Perform-Block-and-Wait wie folgt implementieren. Schauen wir erstmal bei Perform-Block-and-Wait. Ich schaue mir, ob meine Current Thread-Variable der Thread ist, auf dem ich gerade aufgerufen werde. Wenn das der Fall ist, weiß ich, okay, ich bin reentrant, ich bin schon drin, ich kann den Block einfach aufrufen. Wenn das nicht der Fall ist, muss ich in die Dispatch Queue reingehen. Ich setze mir den Marker auf den Current Thread. Ich setze mir auch noch meinen Is-Performing Flag, aber das erkläre ich gleich, wozu das ist. Führe den Block auf der Dispatch Queue auf und danach resette ich diese Dinger. Jetzt müssten sich eigentlich die Nackenhaare erstmal bei jedem aufstellen und sagen, boah, das ist doch jetzt wieder ein Race an der Stelle. Oder man müsste sich eigentlich genau überlegen, warum es keins ist. Die Besonderheit von Grand Central Dispatch ist, dass wenn ich einen Dispatch-Sync-Call mache von einer Queue auf die anderen, Grand Central Dispatch nicht den Thread wechselt. Also Grand Central Dispatch garantiert mir, ich bleibe auf dem gleichen Thread. Und das zusammen damit, dass ich hier eigentlich nur einen Schreiber habe, der auf der geschützten Dispatch-Queue läuft, sorgt dafür, dass das hier eigentlich eine legale Möglichkeit ist. Von Apple empfohlen, in der Man-Page das so zu machen. Wenn ich das tue, bin ich reentrant an der Stelle. Allerdings sollte man es nur verwenden, wenn man wirklich weiß, okay, Reentranz ist an der Stelle eine vernünftige Art und nicht eigentlich ein Weg, mir meine Probleme nur in eine andere Ecke zu schieben. Aber wozu habe ich dieses Is-Performing-Flag hier noch drin? Das Is-Performing-Flag habe ich nur eingeführt, um wieder assertable zu sein. Denn ich möchte in der Lage sein, schauen wir mal hier in diese Demo, solche Konstrukte aufschreiben zu können. Einem Account zu sagen, perform block and wait, dem anderen Account es zu sagen und dann wieder dem einen das zu sagen. Nicht, dass ich das direkt so hinschreiben möchte, das ist idiotisch, aber es kann ja durch API-Design entstehen, dass man genau solche eine Schachtelung auftritt. Und dann möchte ich in der Lage sein, dann munter in diesem inneren Kontext mit beiden Accounts arbeiten zu können, weil ich ja sicher bin, ich bin geschützt auf beiden Queues.
Ich möchte aber gerne vom System mitbekommen, dass wenn ich das vergesse zu tun, dass eine Assertion zieht und mir sagt, pass mal auf, du bist im falschen Kontext. Und das lässt sich jetzt nicht mehr so einfach mit current queue auflösen, weil ich ja hier an der Stelle die queue wechsle. Und hier bin ich noch auf Q2, jetzt bin ich wieder auf Q1 und Account 2 kann jetzt nicht mehr current queue abfragen, weil er ist trotzdem geschützt, aber current queue sagt ihm das nicht. Und dafür habe ich das IsPerformingFlag eingeführt, denn sobald das sitzt, sobald das gesetzt ist, weiß ich, dass ich sicher bin, einfach an dieser Stelle. Und dagegen kann ich asserten. So. Kann man aus reinem Interesse nochmal schauen, ob das auch performt, das Ganze. Das heißt, das ist auch nicht wirklich viel schlechter, obwohl es nicht wirklich vergleichbar ist, weil ich ein paar andere Calls hier an der Stelle mache. Aber man merkt, selbst dieser Kontextwechsel ist nicht allzu schlecht. Ja. Jetzt muss einem klar sein, in Code, in dem Dispatch-Sync vorkommt, bleibt immer noch eine Deadlock-Gefahr vorhanden, weil Dispatch-Sync dazu führt, dass der aufrufende Thread blockiert wird. Und wenn ich das, also wenn ich meine Queues so, Shared Queues so aufbaue, dass ich mit Public Queues arbeite in verschiedenen Accounts und dann irgendwie einen Delegate-Call raus habe, der reentrant wo reinkommt, kann ich mir mit Dispatch-Sync immer einen Deadlock bauen. Wenn man so vorgeht, wie ich es gezeigt habe, kann man die Wahrscheinlichkeit recht gering halten, aber es kann noch passieren. Und das ist erfahrungsgemäß sehr, sehr schwer zu bändigen. Ich würde euch da gerne noch eine Anekdote zu erzählen. Es gibt ein sehr, sehr schönes Paper, The Problem with Threads, was in einige der Aspekte, die ich erzählt habe, noch ein bisschen tiefer reingeht. Kann ich nur sehr empfehlen, das mal zu lesen. Und in diesem Paper erzählt der Autor eine Geschichte über Entwicklung eines Ptolemy-Projekts. Das ist ein universitäres Projekt, was eigentlich um asynchrone Geschichten geht. Das ist ein Serverprojekt, was in Java geschrieben ist, ein Modellierungsprojekt. Und sie wollten an diesem Projekt testen, wie gut, wie sauber kann man denn in einer Nebenläufigkeit entwickeln. Und sie haben ein unglaublich aufwendiges Software-Engineering aufgefahren. Sie haben Code-Reife-Einstufungen gemacht in Review-Prozessen, wo jeder Teil des Codes mehrfach reviewed wurde. Und erst wenn alle auf grün waren, wirklich von Experten, sowohl Design- als auch Umsetzungsexperten, alles grün geflaggt wurde, wurde es durchgegeben. Sie hatten Nightly Builds, automatische Tests, sie hatten 100% Code-Coverage von den ganzen Geschichten. Und sie hatten das im Jahr 2000 eingesetzt und breit genutzt und eingesetzt. Und im Jahr 2004 trat der erste Deadlock auf. Und das muss einem klar sein, denn die Frage ist ja, wie viele von den Dingern sind da noch drin? Wie viele habe ich übersehen? Was passiert, wenn der nächste Core hinzukommt? Kann man sowas überhaupt korrekt entwickeln? Das sind alles unbeantwortete Fragen in diesem Sinn. Also sobald man Code schreibt, der potenziell Deadlock-Gefahr hat, muss man sich klar sein, es ist nur mit unglaublichem Aufwand richtig zu bändigen. Wenn man damit leben kann, dass es ab und zu deadlockt, okay, muss man wissen. Aber selbst die Forschungsexperten auf dem Gebiet bekommen es nicht hin. Es gibt aber einen Weg daraus, wie man sich darum rummogeln kann. Und das ist, wenn man Grand Central Dispatch wirklich so benutzt, wie die Grundabstraktion es vorgibt. Das heißt, nur asynchron zu arbeiten. Das heißt, wenn niemand auf jemand anderen wartet, sondern Asynchronität durch Anstellen nur in Schlangen passiert, komme ich um die Deadlock-Gefahr drumherum. Das heißt aber, dass ich meine gesamten APIs asynchron aufbauen muss. Und exemplarisch habe ich das jetzt mal hier mit unserem Account auch gemacht. Ich habe die ganze API asynchron hingeschrieben. Das heißt, asynchron heißt, ich sage, tu mir etwas und wenn du fertig bist damit, kannst du mich darüber informieren, indem du mir auf einem Completion-Händler Bescheid sagst. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, einen Betrag einzuzahlen und ich sage dann, wenn du ihn eingezahlt hast, ruf mich auf einem Completion-Händler auf und diesen schick mir bitte auf eine Dispatch-Queue, die ich dir angebe. Und diesem Completion-Händler reiche bitte ein Immutable-Objekt, bitte Immutable, mit dem aktuellen Kontostand mit an dieser Stelle. Wenn ich aber den aktuellen Kontostand abfragen möchte, einfach so, muss ich das auch asynchron tun. Dann sage ich, gib mir mal bitte die aktuelle Balance als Balance-Objekt auf diesen Completion-Händler. So sieht eine komplett asynchrone API aus. Ihr seht, das ist ein bisschen aufwendig hinzuschreiben, das Ganze.
Das API-Design wird komplett anders, aber es gibt sehr, sehr viele Fälle, bei denen sich das gut durchziehen lässt. Und die Aufgabe des Entwicklers ist es, die Deadlock-Gefahr abzuwägen gegen die Hässlichkeit, die man sich mit asynchronem API-Design einhandelt. Wie implementiere ich das? Erstmal zeigen, ich habe so ein Account-Balance-Objekt, das ist ein Immutable-Objekt, was einfach nur den Betrag, den Transaction-Count und das Datum einfriert. Und wenn ich die abfrage, performe ich auf meiner Private-Dispatch-Queue, die ich in dem Fall habe, den Block, damit bin ich geschützt, erstelle mir dort die Balance, gehe dann auf die Ergebnis-Queue, auf der ich dir das Ergebnis abliefern soll und rufe dort den Completion-Handler auf. Und genauso funktioniert es mit dem Einzahlen, nur dass dort der interne State in dem Moment, wo ich auf der Dispatch-Queue bin, auch noch verändert wird. So sieht das ganze Ding komplett asynchron aus. Wenn ich das konsumieren möchte, diese API, mache ich das wie folgt. Ich habe jetzt keinen wirklichen Completion-Code hingeschrieben, da kann man irgendwas machen, was man denn in seinem konkreten Problem an der Stelle lösen möchte. Aber so kann ein Aufruf dann aussehen. Muss ich ein bisschen beeilen. Können wir nochmal vergleichen. Den Crash spare ich mir. Das ist hier der Fall. Das dauert ein bisschen deutlich länger, weil immer diese Completion Calls noch dazu kommen, die vorher in diesem Fall nicht gemacht wurden. So, das mal als Beispiel für eine komplett asynchrone API. Ja, dann bin ich eigentlich schon am Ende. Zusammenfassung. Was kann man daraus lernen? Also wenn es nicht wirklich nötig ist, verzichtet ganz auf Nebenläufigkeit. Der Übergang von einem Thread zu zwei macht das Problem nicht doppelt so groß, sondern gleich ein Vielfaches größer. Das muss einem klar sein an dieser Stelle. Immutable-Objekte sind sehr, sehr toll und solange es noch kein Patent gibt, sollten wir die alle munter benutzen. Gemeinsame Daten kann man mit Dispatch-Queues schützen. Auf sehr verschiedene Art und Weisen, da ist es jetzt wirklich eine Kunst und ein Gespür des Entwicklers, die APIs so zu designen, wie es dem Problem zu dem Problem passt. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen aus dem Werkzeugkasten jetzt gesehen. Wenn es sinnvoll ist, macht die APIs asynchron, ihr erspart euch den größten Ärger, wenn es geht, soweit es geht, asynchron machen. Und wenn ihr Nebenläufigkeit macht, sind Code-Reviews Pflicht. Es entstehen so viele Fehler, ihr habt es gesehen, bei den Profis aus dieser Geschichte passiert das auch und wenn man die Reviews gar nicht macht, ist es am allerschlimmsten und rechnet mit dem Schlimmsten. Dankeschön. Ja, wenn ihr noch Lust habt und Fragen. Würdest du so eine Completion-API tatsächlich durchziehen in einem größeren Projekt? Also ich weiß nicht, wer JavaScript kennt, das ist dann die Callback-Hell. Ja. Weil da geht es ja nicht anders, sondern man kriegt ja immer nur, wenn man externe Calls macht, dann halt irgendwann mal später ein Ergebnis zurück und das sieht aus wie Müll. Da gibt es zwar auch dann irgendwelche Sachen, wie man das handeln kann, dass man das Ganze in Array packt und die dann wiederum seriell abarbeitet, aber letzten Endes, das sieht immer so ein bisschen aus wie, man hat eine Sprache und bricht und biegt die dann so weit zusammen, dass es irgendwie einigermaßen ins Konzept reinpasst. Aber Also ich habe schon Implementierung gesehen, auch schon einige geschrieben, wo ich das eigentlich noch ästhetisch und managebar und schön finde, das Ganze. Ich kenne aber auch JavaScript-Frameworks, wo ich sagen würde, nee, vielleicht könnte man das mal ein bisschen refactoren und noch schöner aufschreiben. Also man muss ja auch nicht so eine Blockeinrückung bis Ebene 20 tief haben. Man kann das ja auch wieder rauscallen in andere Methoden und so weiter. Aber es ist ein Overhead. Allerdings, Deadlock-Code zu debuggen ist halt auch hässlich und dazwischen musst du halt irgendwie abwägen, was ist der größere Aufwand. Ja, das Problem ist, dass der Overhead, der trägt sich ja fort. Also wenn du das mal angefangen hast, dann geht es nicht mehr, dass du aufhörst. Also das war jedenfalls mein Eindruck. Ja, du musst dann quasi alles in Anführungszeichen. Ja gut, es gibt schon Stellen, ab denen man sagen kann, okay, ab jetzt werde ich synchron. Wenn ich jetzt, ob ich jetzt wirklich jeden Getter von jedem kleinsten Objekt asynchron machen muss, das muss nicht sein. Aber man reduziert sich die Wahrscheinlichkeit halt immer weiter. Und man muss, deswegen sagte ich, soweit es sinnvoll ist, an dieser Stelle asynchron werden. Der Idealfall ist natürlich alles, aber das kann sehr hässlich sein. Ja. Dann, wenn ich noch gerade einen darf. Sieht's aus? Hast du mal einfaches Synchronized
getestet gegenüber dem ersten Dispatch-Ding? Gut, es ist ein Wesensunterschied. AdSynchronize geht durch den Kernel. Das sind diese Standard-Pthreads-Logs. Und GCD hat ja Log-Free-Algorithmen, um das zu machen. Das dürfte deutlich schneller performen. Ich habe es nicht vergessen. Welches von beiden? Das GCD dürfte deutlich schneller sein, weil das mit den meisten Sachen, also die Queues an sich, das Anstellen, das ist mit Log-Free-Algorithmen gemacht, Log-Free-Datenstrukturen, das heißt, da kommen die vollkommen ohne Semaphoren aus. Das ist ein ziemliches Hexenwerk mit schönen Prozessorkommandos, die ich auch nicht mehr alle angeschaut habe, aber die Leute, die das machen, stehen meist ziemlich früh auf und machen das eigentlich ganz gut. Noch jemand? Weil ich habe gleich noch... Ich glaube, da hinten ist, glaube ich, noch eine Frage. Wenn du mit solchen Dingen wie diesem Is-Performing Flag arbeitest, bist du sicher, dass die nicht durch Out-of-Order-Execution zu einem falschen Zeitpunkt umgesetzt werden können? Das war das, was ich mit den Nackenhaaren meinte. Kannst du es ja nochmal genau anfangen? Also das ist meiner Meinung nach race-frei, bis mir einer das Gegenteil beweist natürlich. Dieses Is-Performing ist parallel zu diesem Thread-Pointer aufgebaut und es kann nur geschrieben werden in dem Kontext dieser Dispatch-Queue und ansonsten wird es nur von den anderen Threads gelesen. Ansonsten liefert mir Grand Central Dispatch diese Garantie, wenn ich Re-Entrance mache, dass ich es immer auf dem gleichen Thread mache und dabei tritt halt das Race nicht auf. Dann noch eine kleine Anmerkung. Du meintest, das wäre schlecht, Unit zu testen. Und das ist natürlich richtig. Ich habe vor einer Weile ein Java-Framework entdeckt, das heißt IMUnit. Das macht genau sowas. Und zwar läuft das mit Annotations, wo man ein Schedule bestimmt und in den Code schreibt man dann sowas wie Marker, wie was auf wen wartet und was man erwartet, in welcher Reihenfolge das Zeug läuft. Das nur so als Anmerkung, also man kann solche Sachen in anderen Sprachen, kann man Unit testen, vielleicht gibt es da irgendwie eine Idee dafür, wie man das auf Objective-C umsetzt, allerdings bringt es nur dann was, wenn man quasi einen Negativfall schon hat, also den man ausschließen will, das bringt nichts. Es gibt halt zu viele kombinatorische Möglichkeiten, die alle auszuprobieren. Ja. Gut, also was sich bei uns bewährt, also ist spannend, muss ich mir mal angucken, was sich bei uns bewährt hat, sind allein die Assertions, also damit sind hunderte Fehler aufgetreten bei uns, also die helfen wirklich und jemand benutzt APIs und es gibt dann immer wieder einmal die Woche knallt so eine Assertion und sagt, oh, jetzt habe ich es hier falsch benutzt an der Stelle. Also ohne die Assertions würde ich keinem raten, diese Ansätze zu wählen. Und wenn man da sogar noch strenger werden kann, ist ja eigentlich eine tolle Sache. Muss ich mir mal angucken. Jo, hi. Hast du eine Lösung gefunden, wie man so Blocks wie man Blocks abbrechen kann, die schon dispatched wurden? Geht nicht. Geht nicht? Nein. Also was du machen kannst, ist, der Block wird auf jeden Fall aufgerufen. Du kannst dir natürlich Logik in deinem Block machen, indem du einen State, einen Flag testest, ich bin abgebrochen und dann macht der nichts, der Block. Dann tut er nichts. Okay, also ich habe so ein kleines Experiment gebaut, wo ich dann in dem die Blocks in einem Wrapper-Objekt gepackt habe und da, wenn die gecancelt wurden, noch nicht ausgeführt wurden, die Function-Pointer von dem Block selbst auf einem leeren Block gesetzt habe. Okay. Hast du sowas probiert oder sowas in die Richtung geschaut? Oder? Also hatte ich den Bedarf bisher jetzt noch nicht für, kann man natürlich machen. Also den Bedarf, den wir haben, das kennt ihr oft, es gibt Teardown-Szenarien, also ich fahre meine View-Controller-Hierarchie runter, weil jemand ein Fenster geschlossen hat und so weiter. Und es sind aber noch Blocks am Laufen von asynchronen Prozessen, die jetzt aber auf Dinge zugreifen, die eigentlich tot sind. Und das ist eine Stelle, die wir zum Beispiel detektieren. Es gibt dann halt Blöcke, die wenn sie asynchron aufgerufen werden, testen, oh, darf ich überhaupt noch laufen? Oder ist das schon alles obsolet? Weil wenn man asynchron ist, kann man auch immer zu spät kommen. Und das muss man halt oft berücksichtigen. Ja, bitte. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, kann ich theoretisch in einer von diesen Queues, die ich selber aufsetze, Dinge veranstalten, die dazu führen, dass doch mit dem Main Thread Probleme auftauchen, also gravierende Probleme, die bemerkt werden vom Nutzer? Ist das theoretisch möglich und praktisch möglich? Du scheinst da viel Erfahrung mit dem. Also das Problem ist, Main Thread immer nur im Zusammenhang mit den AppKit oder UIKit-Frameworks. Die nutzen ja zum Beispiel für Asynchronität einen anderen Ansatz, nämlich diese Run-Loops. Zum Beispiel auf dem Mac ist das sehr, sehr weit verbreitet, Run-Loops zu verwenden. Und da schießen natürlich zwei Konzepte aufeinander. Und da ein sehr bekanntes Problem ist die Integration von dem Anstellen von Blocks auf dem Main-Thread mit dem Anstellen von Selektoren auf dem Run-Loop. Wie das interlieft, da können manchmal welche verhungern oder
andere bevorzugt werden. Also das ist ein großes Problem, da haben wir sehr, sehr viel mit gekämpft. Ändert sich auch mit jedem System, wie das läuft, also die scheinen da auch dran rumzubauen. Aber ansonsten ist das Hauptproblem immer, ich greife auf Shared Data zu. Also es ist egal, ob ich der Main Thread bin oder ein anderer. Wenn zwei gleichzeitig drauf zutreiben, kann jedes Problem passieren, was du irgendwie siehst. Ich wollte nur noch zu dem Abbrechen sagen, wir nehmen da Operation Queues. Ja. High NS Operation, die kann man wunderbar canceln und wenn du was willst, was du abbrechen kannst, nimm NS Operation. Das kommt von Haus aus. Dazu hatte ich nichts gesagt, also es ist auch eine Motivation, warum verwende ich GCD-Queues und keine Operation-Queues. Operation-Queues haben so eine subtile andere Semantik als Dispatch-Queues. Also mit den GCD-Queues habe ich schon noch mehr Kontrolle darüber, was ich mache. NS-Operation-Queues kommen noch aus einer Zeit, aus der es kein GCD gab. Also die können ja, da kann man auch Abhängigkeiten machen, die können so einen Graphen bilden, die eine Operation darf erst laufen, wenn die anderen fertig sind und so weiter. Also sie haben schon noch ein bisschen mehr Features. Sie sind unter der Haube mittlerweile auch mit GCD implementiert. Und ja, sie haben halt diesen Wrapper da schon drin, dass wenn ich sie cancel, dass dann der eigentliche Nutzblock nicht mehr aufgerufen wird. Obwohl der underlying Block natürlich noch auf der GCD-Q liegt. Das ist dann auch, den kriegen die da auch nicht raus. Ja, dann bedanke ich mich und noch einen schönen Tag.